Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Heute gibt es das erste Video dieser Art auf meinem Kanal. Wir sind in LA und zwar machen wir heute ein Wettessen um einen der berühmtesten Burger auf der ganzen Welt und zwar In-N-Out Burger. Ich zeige euch das gleich. Mit am Start sind Rojo, Frittenfritte und Nikolas. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, Freunde. Wir sind eine Woche in LA, machen ganz, ganz viel Content. Lasst ein Abo da bei mir, bei den anderen Jungs. Kommentiert, immer gut für den Algorithmus. Wir geben uns hier sehr viel Mühe. Sind in den letzten Wochen sehr viele neue Follower dazugekommen. Wir stehen kurz vor den 1,1 Millionen. Und ja, wir gehen jetzt rein. Hier ist der Laden, so sieht er aus. Ist auch immer voll hier, also wirklich weltberühmt. Das ist unser Mietwagen. Ein Escalade, ich schwör's dir, das ist das mit das größte Auto, was ich sehe. Also, Digga, also wie groß dieses. Ja. Wie groß dieses Auto ist, ist verrückt. Lang. Guck mal, hier ist die Schlange. Hier fahren die rein für McDrive. Und da, was machen die da vorne? Da nimmst du die Bestellung auf oder was? Ja, so sieht doch immer von vorne aus, oder? Und die siehst du hier in Amerika aber richtig oft. Also in LA auf jeden Fall. Nee. Die wollten den unbedingt haben. Ich freue mich so auf den Burger. Ist der so lecker? Ja. Und das ist sogar billig. Aber ohne Witz, was jetzt schon geil ist, ist dieser Vibe. Also ihr seht es, glaube ich, hier schon im Video. Ihr kommt hier an. Da sind hier Palmen, da Palmen. Dann geht ihr hier rein und haut euch so einen richtig verfetteten Fettburger ein. Ja. Vermasteter ja. Mast. Allein der Vibe. Ja, ich sag doch, der ja, Vibe. Der ja. Vibe ist krass. Wir steigen in unser Auto ein, machen das Radio ein. Das ist Radio, Freunde. Was denkt man, ist in einem Club wegen den Übergang. Mach es! Einfach offiziell Radio. Hey! Besser als jeder Club-DJ in Deutschland. Ja, Digga, das Radio hier ist brutal. Geil, wir gehen jetzt mal rein. Nehmen wir doppelt Fleisch oder normale? Normale. Normale Cheeseburger. Wie viel brauchen wir? 20 Stück? Ich weiß nicht, Digga, ich kenne mich nicht aus. Mach mir die Burger, Jennifer. Mach die Burger, Jenny. Guck mal, wie voll hier alles ist, Freunde. Also, das ist schon krass. Wie teuer ist einer? 3,50. 3,50 Euro kostet ein Burger. Ja, ich bin gespannt. Ich dachte, das ist sowas wie McDonald's. Und da wäre das zum Beispiel sehr teuer. Also es ist so voll. Draußen warten Leute, bis die fertig sind mit Essen, dass du dich da hinsetzen kannst. Das kriegt man hier. Vielleicht interessiert es welche. Coca-Cola, Dr. Pepper. Das ist so für die, die sich kennen, so Cola mit Kirsche mäßig. Schmeckt ganz geil. 7-Up, Water. Eine Limonade, Rootbier, ich weiß nicht, was das ist, und Cola. Ich dachte sogar, es gibt mehr. Weil bei Five Guys, Bruder, da gibt es gefühlt 40 Fanta-Sorten. Es ist so voll, Freunde. Wir haben Nummer 64 und wir sind gerade bei 33. Ich war noch nie bei so einem vollen Fastfood-Laden. Vielleicht bei Ryam, als es ganz lang am Anfang so, als es gerade zum Hype war. Ja. Aber wir werden safe 40 Minuten auf unsere Burger warten müssen. Ja. Und weil ich glaube, wenn alles voll ist, du kriegst hier nicht mehr. Ey, da ist ein Bier. Leute, das ist aber nett. Wir werden von den Männern hier, film mal nach rechts, die Plätze einnehmen. Trust in yourself, weil ich ein gutes Auge habe. Der Vater will nach Hause, der hat keinen Bock auf die beiden Kleinen. Die müssen bald ins Bett und die haben ihr Essen drauf. Und ich sehe sowas, deswegen bin ich schlau. Wir haben hier einen Abonnenten getroffen. Genau. Und er hat Cars-Schuhe an. Ja, wegen ihm oder einfach so? Ja, wegen ihm. Und hier war ein Restock. Oh mein Gott. Ach, die sind teuer, ne? 400 oder so. Ja, aber ich hab hier gerestockt, die sind gesunken, die Wichser. Oh mein Gott. Die haben wieder produziert. Oh mein Gott, lol. Sag mal, also L.A., sagst du, bisschen dreckig? L.A. an sich ist cool, aber Hollywood, also hätte ich mir besser vorgestellt. Ja, aber ich finde hier so den Vibe eigentlich ganz geil, ja, mit den Palmen und... In den Outburgers auf jeden Fall nice und so. Wem magst du von uns Vieren am wenigsten? Das musst du immer sagen. Du musst es sagen. Sag Willi, weil er weg ist. Hä? Sag Willi, weil er weg ist. Ja, Willi ist schon ein bisschen. Er ist schon ein bisschen Wichser, ne? Ja, fühl dich. Willi, hey, Willi, komm mal her. Ja, doch, ist richtig so. Wir haben einen neuen Abonnenten getroffen, der wohnt hier, der hat unsere Story gesehen und ist hierher gekommen und wollte ein bisschen mit uns quatschen. Und zwar, du bist Fußballer. Auf dem College. Auf dem College. Ich kann den ganzen Kollegen. Erste Liga. Ja. Und wir werden, also das wäre sehr cool, wenn wir wollen. Ja, ja, ja. Ich würde euch das sehr gerne zeigen. Also, weil kannst du, kannst du uns sofort. Echt jetzt? Also, heute. Und dann können wir darauf auch aufs College. Also was, also kommt auf an, was ihr sehen sollt, aber ich kann euch den Campus zeigen, unseren Platz so. Ja, ey, wie cool. Guck mal, komm mal.
Willi organisiert sich den jetzt. Ja, ja, wirklich. Wir warten übrigens immer noch auf unser Essen. Also es dauert, das hat hier nichts mit Fast Food zu tun, ne? Also das Essen wird vielleicht schnell gemacht, aber Fast Food. Hm. Was sagst du zum Leben in L.A.? Also geht schlimmer, ne? Korrekt. Welche Liga hast du in Deutschland gespielt? Also ich stand jetzt nicht bei dem Oberliga-Verein, aber ich wäre damals dann rein theoretisch in die Viertliga gegangen. Ja. Hab's aber nicht gemacht wegen dem Stipendium. Und was, verdienst du da schon Kohle? Nee. Nee? Also du kriegst halt Brot. Du kriegst halt ein Stipendium. Ja. Und, also ich weiß nicht, ob man das alles so sagen kann, aber du kriegst halt dann Geld auf dein Konto. Ja, ja, ja. Und damit bezahlst du dann die Miete. Achso, geil. Was ist das Niveau hier so? Also in meiner Liga kann man das schon so mit Regionalliga, Oberliga. Also vierte Liga. Ja, definitiv. Du bist Sechser, hast du gesagt. Ja, ja. Dreckiger Sechser. Dreckiger Sechser. Also der hat mir hier ein bisschen gerade vom College-Leben erzählt. Und das ist wirklich anscheinend so wie ein Film. Es gibt so Hauspartys von den Brüderschaften. Genau. Und dann gibt es halt auch Partys von den Athleten. Aber dadurch, dass die Beziehung zwischen Athleten und den Brüderschaften nicht so, sage ich mal, gut ist, weil sie sich da... Genau, weil die denken, okay, die Athleten in den Brüderschaften irgendwie die Frauen weg oder sonst was, dann macht halt so jeder sein eigenes Ding. Also es ist wie in so einem... Wirklich dieses Klischee oder diese filmmäßigen Sachen sind wirklich 1:1 wahr. Habt ihr so eine extrem gute Footballmannschaft oder Baseball? Wir haben leider keinen Football, wir haben Baseball und dann halt noch so Sachen wie Wasserball und Tennis. Und Basketball? Basketball haben wir auch. Ist es so, wenn da so der, keine Ahnung, Quarterback in Football oder der Beste im Basketball, ich dass glaub, er dann schon, auch der Coolste aus der Schule ist? Ja, kann man sich so vorstellen. Ja? Also ich kenne ihn nicht persönlich so, aber ich denke schon, dass er relativ beliebt ist. So, ne? Okay, Freunde, es gibt ein Wettessen. Jeder von uns hat 5 Burger. Irgendwelche, ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Das ist das Produkt. Ich will keine Chilis, auf gar keinen Fall Chilis. Er ist wirklich sehr hübsch. Ich gebe euch dann echt ein Update, auch wie er schmeckt. Und was er einfach so... Was besonders ist hier? Zwiebel ist eine ganze Zwiebel. Okay, krass. Ich esse keine Zwiebeln. Und das sind, was sind das? Fries. Das ist die Soße von dem Burger. Freunde, wer mehr schafft, nicht auf Zeit. Wir geben euch immer Updates, wir lügen ja hier auch nicht und sowas. Es geht hier auch um Subs. Der Gewinner kriegt von allen anderen 25 Subs. Was? Ich verliere sowieso. Nein. Wir machen der Verlierer. Warum? Der Verlierer, Freunde, schreibt in die Kommentare, was der Verlierer für eine Bestrafung machen muss. Ich gebe euch auch ein Update zum Geschmack. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Starten wir? Ja. Mhm. Okay. Wichtig auch, es geht nicht um Zeit, sondern auf Masse. Nur der Gewinner, nur einer gewinnt, ne? Nur kein Verlierer. Ja, ein Verlierer. Guter Burger. Ja. Richtig guter Burger. Also, Update, sehr leckerer Burger. Aber nicht der beste, den ich gegessen habe. Aber sehr guter Burger. Ich esse sogar Pommes auf nebenbei. Weil du voll der Coole bist. Also, wir haben alle... Oh, er ist schon beim zweiten. Wir haben alle jetzt den ersten Burger fertig. Also Preis-Leistung 9 von 10. Ja. 10. Digga, es geht nicht besser. Ja, der kostet 3,50 Euro, der ist schon echt lecker, muss ich sagen. Also ich sag 9 von 10. Digga, ich sag aber... Preis-Leistung, ich sag ja. Geschmack. Findest du es besser zu Whopper und sowas? Ja, definitiv. Aber weißt du, was du nicht verstehst? Diese Zwiebel, Digga. Lecker. Ja, cool. Ja. Ich hab die Hunger, ich weiß auch nicht. Sag mal, ob was ihr besser findet. Rote Zwiebeln oder weiße Zwiebeln? Ich gehe immer mit roten. Es ist hier, ich kann es mal zeigen. Das ist so ein dicker Oschi, bin ich auch zu viel. Der Mann will mir erzählen, dass er 7 Burger schafft. Niemals! Niemals! Wette ich? Ich leg nochmal 10. Ich leg auch mit dem 10. Oder ich leg 20 nochmal drauf. Dass du 7 Burger schaffst? Ja. Ah. Warte, weil ich hab noch nie diesen Punkt. Ja. Irgendwann kommt dieser Punkt und letzt ich kann deine Eier wieder, ne? Nein, rede nicht so viel. Ja. Ich glaube, ich auf 17. Er sagt es? Ja. Ich bin jetzt bei meinem dritten Burger, by the way. Ja, und? Dann wetten wir und er zieht zurück. Lass Redner reden und lass Macher machen. Oh, hat das noch ein Video? Ich bin jetzt gleich mit meinem dritten zu Ende und langsam fängt es an, nicht mehr zu schmecken. Und ganz kurz, Koray, mach jetzt bitte so zurück. Will mir erzählen, dass er 7 Burger schafft. Niemals! Ich werde 7 Burger. Das ist auch, das ist halt, was ist das vergleichbar? Das ist nicht wie ein Cheeseburger von der Masse, niemals. Hey. Das ist auch nicht ein Whopper. Wie dick der ist, was alles drin ist. Das ist aber auch dicker als ein Big King. Also, ist schwierig zu sagen. Es ist, es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Es ist ein Mittelding. Guck mal, wie hübsch. Jungs, das Ding hat 670 Kalorien. Ein Ding? Ja. Ein Burger 670? Ja. Das ist mehr als ein Big Mac. Ich bin jetzt bei meinem vierten. Ich habe jetzt 3,5 gegessen. Willi, wie hast du gegessen? Also, ich mache jetzt gerade meinen dritten fertig und bei mir ist. Richtung Game Over. Sei ich ehrlich. Gleich bei mir. Dritter gleich fertig, aber. Ja.
Also er hat 4 gleich fertig und wir sind gleich am 3. fertig. Ey, kann ich die Tomate runtermachen? Nein. Bro. Bro, das nimmt doch keine Kalorien. Nein, sie bleibt drauf. Also. Boah. Was? Ist raus? Ja, ja. Es ist nicht so, ihr kennt mich, wenn ich Bock habe, was zu essen, ich werde ja was zu essen. Ja, genau. Ich bin an dem Punkt, dass es mir nicht mehr schmeckt. Ja, das ist es ja. Und das muss ich erst erkennen. Aber in Wahrheit, wie er mit dem Fahrrad zu sagen, ich schaffe es nicht. Ich sag, ich habe 5 Easy. Wenn du 7 schaffst, kann Roat sich einen OnlyFans-Account aufmachen. Und da gibt es ein Video von mir, wo ich an der Palme von ihm gehe. Das ist das Geld. Ja. Also, wenn du 7 besser hast, kann ich es klappen. Mehr auch so, man. Ihr mischt. Kann nicht. Mir, also ich weiß. Warum ist er Pommes? Ich bin an dem Punkt, wenn ich rein bin, schmeckt was. Warum schmeckt noch? Ja, ich habe noch genug gegessen. Versuch doch. Also, die schmecken nicht mehr. Also, der erste war wirklich sehr geil. Ja. Der zweite war okay. Der dritte war bei mir. Man isst, wenn man muss. Der dritte war bei mir schon so. Ja, Feierabend. Ich ziehe durchschneiden wie ein Krieger. Mir schmeckt auch nicht. Ich versuche jetzt im 4. zu gehen. Ja, das ist crazy. Ich bin an dem Punkt, ich kann nicht abbeißen. Ja, du hast schon Pause gemacht, jetzt vorbei. Ich habe an dem Punkt schon hier beim dritten gemerkt, dass es mir nicht mehr schmeckt. Man fühlt sich auch so scheiße, oder? Ja. Man fühlt sich schon, hättest du die Kalorien nicht erhöht. Der ist richtig verfettet, der Burger auch. Das tropft immer, wenn du so... Boah. Ich glaube, ich schaffe den 5. Ja, welcher ist das denn jetzt? Mein 5. Einfühl. Oh. Er sagt, er schafft vielleicht 7. Er will, dass du 2 übergelassen hast. Ja, lass ich dir über. Ich film ganz kurz. Ja, ich muss doch gar nicht essen, ich hab doch schon gewonnen. Aber du, für dich selbst. Für dich einfach. Mach die Challenge voll. Die Challenge war, also jeder 5, das ist so, wir hätten 5 nicht geschafft. Aber wenn du die 5 schaffst, dann hast du es geschafft. So wie Weekend League 20-0. Ja. 19-1 gleich. Weißt du, wer du gerade bist? 20-0. Der amtierende deutsche Bürgermeister, wenn du das machst. Tennis. Und die Leute aus deinem Dorf gucken sich das an und sagen, das ist mein Dorfking. Ja, den kenn ich. Dorfking. Ja. Der läuft Dorf durch die King. Straße und regiert ich weiß hier. Lange, Dorfking. 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 MVP hat das Ganze gefilmt. Ja. Instagram einblenden, wie heißt du? Oliver. Du heißt nur Oliver bei Insta. Nein, auf Insta BX Oli. Also, perfekt. Oh, Alter. Oh. Nein, das ist wirklich, also. Komm, ich. Wir müssen ja nicht übertreiben, aber. Ist, oh, hör mal zu. Ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, mit was für einem Burger du das vergleichen kannst. Das ist ein Gramm-Burger. Guck mal, wie das tropft. Es tropft auch. Deswegen hast du doch die Folie. Es ist so richtig fettig. Das ist fett. Das ist fett. Dorf, King. Dorf, King. Komm. Ja, Eli, das sieht bei dir aber auch nicht mehr nach. 3,5. Feedback? Eli Geller out! Es ist over, hat auch keinen Spaß gemacht. Ja, der liegt so in meinem Bauch drin jetzt. Dass du den 4. angeteasert hast, der hat doch gar nicht mehr geschmeckt, oder? 3,5. Ich weiß nicht, ob ihr das von McDonald's und Burger King kennt. Man fühlt sich so scheiße danach, kennst du das? Ja, natürlich. Also du isst das mit einem schlechten Gewissen. Dann schmeckt der nicht mehr so gut. Und ein Burger hat 700 Kalorien. Das heißt, wir haben gerade 2100. Das Ding nochmal hier, 2500 Kalorien und so viel. Kalorien habe ich gerade, 2500 Kalorien habe ich mir gerade geschallert. Ja, und das ist so fettig. Das sind 2 Tage. Das ist mein Problem gerade mit dem Burger. Es ist so fettig. Ja. Es ist voll fettig. Ja. Kennst du, wenn du so fett ich weiß, hast? Das habe ich gesehen. Ich habe vorher gesagt, ich mache 5 Safe. Auf nebenbei. Ja, guck mal, der Flex sitzt hier gerade noch. Boah, nee, so das ist geisteskrank. Sorry. Ja? Sobald der auf ein Stück? Digga, ihr denkt, dass ich irgendeine Chance mit mir habe. Beim Bettessen. Ich sag, bei Rühr mache ich dich, knall ich dich durch alle Decken. Ich sag auch so, bei bisschen gesünderen Sachen. Ja. Kriegt er nicht mehr. Ja. So Sushi, ich wette selbst mit obwohl Pizza. Was ist mit Pizza? Willst du die Pizza wegmachen? Mach ich ihn nicht. Also ein Döner ist, ich glaube, ein Döner kriegt er nicht. Wobei er ist auch, sehr, also ich glaube. Eli, du Sydney! Was heißt du? Der macht schon krass. Ja, also. Ja, aber das ist ja auch gottlos, sorry. Bro, Joe ist auf der Zielgeraden. Und danach ein dicker Jibbit, hä? Auf nun, hast du dir verdient? Mein Bruder. Alter, hoch! Alter, hoch! Ich bin dein Jibbit zwischen deinen Zehen. Durch deine Sinne. Ja. Ich kann richtig viel essen und ich kann auch lange nichts essen. Ja. Ich bin da einfach gemacht für. Ich habe einfach die Mentality. Du hast die Mentality dafür. Ja. Also, Tobi, du bist gerade dramatisch. Du kriegst nächste Woche bei ProSieben. Biggest Loser, Digga. Kannst du beim Biggest Loser mitmachen? Ist over, aber GG von mir. GG von mir. Also 5 Dinger ist wirklich 5 Dinger stark. Sydney ist eifersüchtig. Nein, das ist blöd. Sydney ist eifersüchtig. Du wiegst jetzt 3 Kilo mehr. Also, Punktestand: Sydney hat 3 geschafft, Willi hat 3 geschafft, ich hab 3,5 geschafft und Rohat hat 5. 2,
Aber der dritte muss nicht so, ne? Ja, also, ich sag, der dritte war bei mir komplett überflüssig. Also Freunde, Statement zum Ganzen, jeder gibt seine Bewertung ab. Ich sag, in den Outburger Preis-Leistung 9 von 10, generell kriegt es von mir eine 7,5 von 10. Was? Ja, ich fand, also wenn ich das vergleiche mit... Mit anderen? Cheeseburger tausendmal besser. Aber und Cheeseburger, der Cheeseburger ist besser als der. Kostet doppelt so viel. Cheeseburger von dort? Ja. Also krieg von mir, es sind leckere Burger. Du tust so, als hätte ich deine Familie beleidigt. Also 7,5 kriegt er von mir. 7,5. Hat der nicht der Karte zahlt? Mann, ist Markenbotschafter von dir. 7,5. Hast du mal die Menge an Zwiebeln gesehen? Dann sag du. Jetzt aufpassen. Verglichen mit anderen Fastfood-Ketten. Wir haben alles getestet. Wir waren also letztes Mal, wir waren bei Popeyes, wir waren bei Chick-fil-A, wir waren bei In-N-Out, Five Guys, bla bla bla. Geschmack 8 von 10, Preis-Leistung 10 von 10, all over 9 von 10. Boah! So, hast du 7,5 gegeben? Ich hab den verglichen mit, ich sag dir ehrlich, ein Long Chili Cheese. Digga, du kriegst für Fastfood keinen besseren Burger. Nein, sei doch nicht, aber Digga, ich bin hier. Das ist so. Das ist aber so. Der hat noch eine Latte. Und Chili Cheese kostet 5 Euro oder so. Er sagt zum 5. Mal, dass er hier richtig stolz auf sich ist. Nein, ich bin stolz auf. Stolz auf mich auch, ja, ein bisschen, aber hör mir zu, dass ihr vorher dachtet, dass ich nicht gewinne, das war einfach die Bestätigung. Ich wette, gib mir Gesundes, was. Ja, dann lass Salatkopf essen, Digga. Nein, aber gib deine Meinung zum Burger. Okay. Für mich war es auch das erste Mal. Ich hatte immer nur von Erzählungen von Sydney und so gehört. Preis-Leistung 10 von 10. Da kann man nicht dazwischen grätschen. Hätte ich einen Burger gegessen, hätte der Burger von mir eine 8 bekommen. Das waren andere. Hätte andere der ein Burger eine 8, da ich 3 gegessen habe, geht das runter und ich würde sagen eine 7. Und den ganzen Overall 8 von 10. Aber hör mir zu. Preis-Leistung 10 von 10 brauchen wir nicht drüber reden, meine lieben Freunde. Der Burger an sich, wenn man es mit krassen Burgern vergleicht, ist das mindestens 8 von 10. Overall 9,2 von 10. 9,2 von 10? Ja. Okay, Freunde. Dadurch, dass das Preis-Leistung-Ding so krass ist, zieht sich das die Kommastelle bei 9 nochmal höher. Also geht gerne mal zu In-N-Out, weil du hast gesagt, gibt es nur in Kalifornien, ne? Ich glaube schon, ich bin nicht sicher. Vielleicht gibt es das Ding nur in Kalifornien, wir sind uns unsicher. Kommentiert gerne, lasst ein Like da. Boah. Checkt die anderen Videos aus. Abonniert den Kanal, Freunde. Wir stehen kurz vor 1,1 Millionen. Noch 10.000 Abonnenten. Bei den anderen kam heute auch ein Video. Morgen wird ein Video kommen. Ist sehr, sehr geil momentan. In diesem Sinne, wir sehen uns. Und es geht. 1, 2, 2. Mr. Nice Guy. So zeig kurz. Nein. Noch ganz kurz. Ganz kurz. Nur kurz. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Digga. Scheiße. Ekelhaft, Digga.